ein braves Kind war, habe ich das auch gemacht. Der Vater hatte mein das? Vater. Mein Vater wollte das sehr und der hatte ein eigenes kleines Theater. Und das fand ich auch toll. Also es hatte Vor- und Nachteile. Meine Mutter saß besorgt an der Abendkasse, weil es war ein Vorort von Wien, Mödling, und hatte da die Wiener Zimmerbühne. Und das ist natürlich in so einer kleinen Stadt bist du mit, naja, 4 Vorstellungen hast du ganz Mödling. Also damit kann man natürlich deswegen auch kein Geld verdienen. Das war die Schwierigkeit. Unser Liebstes war dann, also meine Schwester und ich, wir hatten dann natürlich unser Stammpublikum und wir hatten so große Zirkuskarten, so große Eintrittskarten. Das fand ich ganz toll. Und wir sind mit diesen Eintrittskarten zu unserem Stammpublikum, der Papa hat Premiere. Und dann haben wir verkauft und dann haben wir meistens irgendwie Schokolade gekriegt, Apfelsinus. Es war also auf jeden Fall, man bekam, wenn man die... So. Dann, da mein Vater nie pünktlich die Premiere hat, hat Stempel, der Papa hat verschoben. Tack, tack, dann kam das neue Datum. Manchmal durften wir dreimal, Papa hat schon wieder verschoben, tack, tack. Und so. Und wir bekamen natürlich immer Zuckerl und Apfelsinen, es war sehr schön. Aber es war nicht leicht zu existieren damit, was meine Mutter ja, sehr besorgt gemacht hat. Sie dazu auch schon gesagt haben sollen, also in Wien ist das auch durchaus eine kulturelle Leistung, vernünftig pleite zu gehen. Also was naja, damit ist so, ich hab das mal gesagt, es ist so, ich glaube, das hat wirklich was, es ist was sehr Wienerisches. In Wien kann man sogar als verkrachte Existenz berühmt werden. Und mein Vater war eine klassische verkrachte Existenz. Und die Leute haben wirklich gesagt, so scheitern wie der Bleibtreu kann keiner. Ich meine, das ist doch ein unheimliches Kompliment, das muss man mal sehen. Das meint einfach, also einfach weiterhin... Aber deswegen mussten wir ja auch Schauspieler werden, weil er, es gibt ja auch so Eltern, die dann sagen, das, was sie nicht werden, müssen dann die werden. Aber was wären Sie denn dann gerne geworden? Welche Entscheidung stand denn da an mit Mitte 30? Ich glaube, Mitte 30, das ist ja, da war ich ja schon lange. Ich war mit 16 auf der Schauspielschule, mit 18, 19 im ersten Engagement. Ich war ja Schauspielerin. Aber bis dahin ja immer gedacht, Sie könnten was anderes machen. Ich habe dann nur aufgehört, weil ich mir gedacht habe, mit 30 habe ich aufgehört, weil ich mir gedacht habe, du hast nie deinen Beruf gewählt. Denke nach, mach was anderes. Und mit der Schauspielerei und so. Jetzt, was willst du? Und ja, dann habe ich halt fotografiert und scheußliche Bilder gemalt und hässliche Bücher geschrieben. Und lauter Sachen, bis ich dann gemerkt habe, nein, ich glaube, das kann ich am besten. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich eine bewusst, jetzt habe ich es gewählt. Mhm. Spät, aber doch. Und Sie haben die Sprache abgewählt, weil wir haben ja gerade gehört, Sie sind in Wien aufgewachsen, davon hört man jetzt nur dann was, wenn Sie das imitieren, aber die Sprache haben Sie sich, den Wiener Akzent haben Sie sich richtig abtrainiert. Was ich wirklich ein Manko finde. Ich behaupte, dass Leute, die sich ihren Dialekt abgewöhnen, das ist nicht gut. Also das ist ein Sprachverlust, das sollte man nicht tun. Aber warum haben Sie das gemacht? Also warum haben Sie das für nötig gehalten? Ich glaube, es hat was zu tun gehabt und mit dieser Kindheit auch. Es musste einfach irgendwas durchgeschnitten sein. Das hatte dann auch mit der Sprache zu tun. Außerdem hatte ich damals einen Intendant, ich war in Hannover engagiert, der mich auch sehr gequält hat mit dem Dialekt. Der zwar gesagt hat, als erstes spielst du ein Nestreu, weil du kannst sowieso kein Hochdeutsch. Und dann aber kam, egal was ich gesagt habe, kam immer keine Austriazismen, bitte. Und dann habe ich gedacht, dir zeige ich's. Und ja... Und eine Zeit lang wollte ich auch nicht, dass die Leute merken, dass ich Wienerin bin. Ich fand Wien eine Zeit lang scheußlich. Jetzt finde ich es wunderbar und will wieder hin. Sie wollen wieder hin? Ja. Aber Sie müssen mittlerweile, glaube ich, da gelten Sie da als EU-Ausländerin, wenn Sie da arbeiten. Weil ich bin Sie Deutsche. Ja, ach so. Am Burgtheater ging es mal irgendwie nicht. Da mussten Sie eine Arbeitsgenehmigung haben? Nein, es ist so. Ich hatte 2 Staatsbürgerschaften, die deutsche und die österreichische. Und damals wurde man mit 21 erst mündig. Die Staatsbürgerschaft, in dessen Land ich mich nicht aufgehalten habe, die habe ich verloren. Und da ich damals in Deutschland war, habe ich die österreichische Staatsbürgerschaft verloren. Dann war ich in Wien, war am Burgtheater und habe gesagt, jetzt eine Arbeitserlaubnis. Ich sage, wieso Arbeitserlaubnis? Ich bin Österreicherin. Nein. Und hätte ich fast Strafe bezahlt. Aber und ich hätte sie wieder kaufen können. Für 7.000 Schilling, aber das war es mir dann nicht wert. Aber das weil wenn Sie jetzt, also Sie planen jetzt definitiv ganz nach Wien wieder zurückzugehen? Nein, okay, nein, ganz, ganz, ganz nicht. Nein, ich möchte einen Spagat machen zwischen Wien und Hamburg. Weil ich finde halt, Wien ist die Lebensqualität, ist schon. Es ist Essen schmeckt besser, das Kaffeehaus, der Wein. Es ist, und die Leute leben auf der Straße. Also ich glaube, man kann sich das nicht abgewöhnen. Weil man, also ich habe zum Beispiel, war dann später noch mal in Wien engagiert, also jetzt vor, was weiß ich, 4 oder 5 Jahren. Ich hatte das völlig vergessen, die Kaffeehäuser machen um 7 Uhr früh auf. Man steht auf, man geht ins Kaffeehaus und das Tolle ist, was glaube ich in Deutschland sich gar nicht durchsetzen kann,
Man ist allein im Kaffeehaus. Das ist das Tolle. Man geht ja ins Kaffeehaus. Es gibt diesen wunderschönen. Da muss ich doch anziehen, um dahin zu gehen. Das ist doch schon ein bisschen wunderlich. Ja. Okay. Muss man nicht? In Wien nicht? Nein, doch. Man im Pyjama. Waren Sie schon mal im Pyjama im Kaffeehaus? Nein. Nein. Aber ich habe aber auch nichts dagegen, mich anzuziehen, wenn ich auf die Straße gehe. Nein, aber um das zu Ende zu sagen, es gibt von Polga einen wunderschönen Satz, Alfred Polga, der sagt, ein Kaffeehaus ist ein Ort für Leute, die gerne alleine sind und dabei Gesellschaft brauchen. Mhm. In der Tat. Also, das heißt aber auch, ich glaube, der Umkehrschluss ist, man lässt auch nicht so gerne Leute in seine Wohnung, sondern man trifft die dann auch lieber auswärts. Ich sowieso nicht. In meine Wohnung, nein, da bin ich wirklich Wienerin. Man trifft sich auch, man trifft sich im Wirtshaus, man trifft sich im Kaffeehaus, in der Wohnung. Aber warum? Es ist privat. Es ist intim. Aber es ist doch ein Teil von Ihnen. Also sehr enge Freunde. Ja, enge Freunde. Ja, aber auch, man kann dann gehen, wenn man mit. Nein, also es ist praktischer in vielem. Es ist praktischer. Ich kann ja nicht sagen, du jetzt morgen gehst jetzt. Das geht nicht. Im Kaffeehaus kann ich sagen, ich habe vergessen, ich habe nur eine Verabredung. Entschuldige. Schon wieder weg. Warum ist eigentlich für Sie jetzt der Zeitpunkt derjenige, den Sie wählen, um zu überlegen, naja, nach Wien möchte ich eigentlich gerne wieder hin? Das ist eine Alterserscheinung, back to the roots. Ich halte es wirklich für eine Alterserscheinung. Ja. Ja, fürchte. Und was meint Ihr Sohn? Ist ja einverstanden, dass Sie einfach so die Biege machen? Aber Sie sind dann. Naja, es wäre ja noch schöner. Es ist halt so, im Grunde genommen, am Anfang habe ich auch gedacht, ach komm, bleibe ich in Hamburg, sind wir in derselben Stadt. Aber das bringt nichts, weil wir sehen uns in Hamburg genauso selten, wie wenn ich in Wien wäre. Wenn ich hier bin, ist er weg. Wenn er da ist, bin ich. Also es ist egal, die Stadt ist egal. Und wie halten Sie Kontakt? Sie telefonieren dann viel, oder? Ja. Ja, also gibt es da Telefonate, die so richtig, also dass er sie nachts anruft mit Kummer, gibt es das noch oder ist er dazu zu alt? Nein, das ist ein erwachsener Mann. Ja, das kann doch trotzdem vorkommen. Nein, das wäre ja auch komisch, oder? Wir haben vorhin sogar von den Klischees gehört. Also außer, weiß ich nicht, passiert was ganz, ganz Schlimmes. Aber also das macht er schon mit seinen jeweiligen Partnern oder weiß ich nicht, oder also auch mit sich selber. Nein. Wir haben vorhin sogar von den Klitschko-Brüdern gehört, dass sie ihre weichen Seiten haben. Es könnte ja sein, dass ihr Sohn einfach mit weich, aber warum muss er das mit seiner Mutter machen? Das ist ein Mann, ein erwachsener Mann. Reden Sie mit Ihrer Mutter über Kummer? Jetzt bin ich schon wieder das Thema. Das ist doch Rufen Sie an, wenn Mama, mir geht's schlecht? Nein. Ich habe auch das Gefühl, langsam auf günstige Art und Weise. Ich möchte mich vor allen Dingen bei Ihnen bedanken, Frau Bleibtreu, dass Sie heute Abend in Hamburg waren und zwar genau hier. Vielen, vielen Dank gerne dafür. Danke.